So, was haben wir denn jetzt hier? Wie geht's? Cliff Briscoe. Willkommen im Dinobald. Ich bin Cliff. Wenn Sie wegen der T-Rex-Figuren hier sind, kommen Sie gerade noch rechtzeitig. Ein paar habe ich noch. Ist ja nicht so, dass die nicht hier überall rumstehen. Ja, Ginny May schickt mich. Die Gute. Irgendwie sagt mir jeder Reisende, der hierher kommt, das Gleiche. Sie sehen das Schild und denken sich, Geschenke laden? Kann ja wohl nicht stimmen. Aber Ginny May schickt sie immer wieder zu mir. Nun, Ginnys Freunde sind auch meine Freunde und Freunde bekommen einen Rabatt in meinem Laden. Juhu! Ja, was verkaufen Sie hier alles? Na, da wären natürlich die T-Rex-Figuren. Sie sind unser Verkaufsrenner. Außerdem haben wir verschiedene Repcon-Fabrik-Souvenirs, Raketen und ähnliches. Was ist mit Vorräten? Haben Sie da was für mich? Waffen? Ich habe ein paar. Mist! Nie kauft jemand einen dieser T-Rexe. Tja, das wundert mich nicht, aber ich will jetzt deine Waffen sehen. Sicher. So, denn er hat nämlich eine Waffe, die heißt die Knarre und die soll wohl richtig gut sein, aber die kostet auch richtig gutes Geld, nämlich 984 Kronkorken. So viel habe ich natürlich erstmal nicht. Aber. Ja, ich hätte noch ein paar Ehrenkarten-Dollar. Guck gerade mal, nee, so viel kriege ich jetzt gerade nicht zusammen. Aber wir sind ja noch eine Weile hier unterwegs, deswegen wir können noch ein paar Deckelchen zusammensammeln. Auf jeden Fall, die Knarre müssen wir irgendwie bekommen. Oder ich schau mal, vielleicht gibt es irgendwas, was ich hier noch so verkaufen kann. Energiezellen, ein Fernglas. Das Fernglas eigentlich brauche ich sowieso nicht. Oder gucke ich mal in die Ferne? Ich weiß es nicht. Kann man damit überhaupt in die Ferne gucken? Schwere Entscheidung. Flammenpatronenwaffe macht sich gut ohne eine Flammenpatrone. Oder eine Flammenwaffe. Ach doch, ha, ist doch, klar. Ich laber mal wieder den letzten Dünnpfiff. Natürlich, das ist ja die Waffe und das da oben, das ist der Brennstoff. Aber die Frage ist, bringt mir diese Flammenpatronenwaffe was? Weil ich gehe eigentlich mehr auf Gewehre. Aber wir lassen sie erstmal noch hier. So, dann haben wir hier die Birne, die kann weg. So, Karotte kann auch weg. Gecko-Ei. Lassen wir mal noch hier. Gegengift auf jeden Fall auch noch hier behalten. Was haben wir dann noch alles? Die Hockeymaske hatten wir ja schon ein paar Mal. Hundefleisch. Nee, das brauchen wir eigentlich. Ja gut, das können wir vielleicht noch was draus craften. Ein paar Hülsen hätten wir hier noch. Die Frage ist nur, Andi, dafür... für die Hülsen zahlt ja nichts. Oder? Gucken einfach mal. Nö. Zahlt er mir nichts für. Ja, sind jetzt die Hülsen halt weg. Klebeband. Ja, das ist dann, wenn man sich irgendwas craften will. Hier das Outfit kann weg. Kreuzschlüssel. Ist eine Waffe, kann weg. Brauche ich eh nicht. Medics brauche ich auf jeden Fall. Das Klemmbrett kann weg. Mantets, das brauche ich noch. Messer. Weiß ich nicht. Braucht man das Messer zu irgendwas? Wahrscheinlich so als Waffe, kann weg. Opertinfrucht, Psycho. Charme plus 25%, das ist gar nicht mal so schlecht. Rekrutenhelm. Ja, komm weg mit dem Ding, brauche ich eh nicht, will ich niemals anziehen. Ruhige Hand, das wird auf jeden Fall noch wichtig werden. Zigarettenschachteln weg. Stange Zigaretten weg. Stimpacks sind klar. Sturmjägerhut sieht irgendwie nach was Nützlichem aus. Söldner, Granatwerfer brauche ich sowieso. Den Teddybär gebe ich nicht her. Terpentin. Das Trennmesser sollte ich mal auf alle Fälle noch behalten. Das sieht nämlich ziemlich stark aus, aber Terpentin brauche ich nicht. Jetzt habe ich da Turbo, der Overall, Baseballmütze, Vorkriegsgeld. Das können wir auch mal verkaufen hier. Und Zigaretten. So. Und akzeptieren. Zack. Ja, habe ich auch immerhin die Knarre jetzt beinahe zusammen, ne? Ah, gut. Ich würde sagen, aber wir gehen jetzt erstmal nach oben zu Boone, denn der hat ja auch nochmal eine... Kommen Sie bald wieder vorbei! ...eine Quest für uns. Vielleicht gibt es ja da irgendwie ein paar nette Sachen. So, da ist er auch schon, Boone. Er verschwindet hier hinter der Tür. Und jetzt sind wir hier im Maul des Dinos und hier ist Boone. Verdammt. Schleichen Sie sich ja nicht nochmal so an. Was wollen Sie?
Also Boon klingt jetzt auch nicht unbedingt so hetero, möchte ich mal behaupten. Erwarten Sie Besuch. Ja, vielleicht. Aber nicht so jemanden wie Sie. Vielleicht sind Sie ja genau das, worauf ich hätte warten sollen. Was suchen Sie hier? Sprache. Falls Sie jemand Bestimmtes suchen, könnte ich Ihnen sagen, wenn ich die Person sehe. Naja, wenn Sie jemanden in Legionsrot sehen oder mit einem Haufen Sportausrüstung, lassen Sie mich's einfach wissen. Sie haben meine Frage noch nicht beantwortet. Ich wollte mir nur mal die Aussicht ansehen, ich lerne neue Leute kennen, ich sehe mich bloß um. Ja, wir lernen natürlich gerne neue Leute kennen. Ich glaube, Sie sollten besser gehen. Ich versuche ja nur nett zu sein, behandeln Sie Heden hier so, ich wüsste nicht, inwiefern das etwas mit mir zu tun hat. Ja, ich versuche ja nur nett zu sein. Die Mühe können Sie sich sparen. Tja, ich bin nicht von hier, ich wüsste nicht, inwiefern das etwas mit mir zu tun hat, ich habe nicht gesagt, dass ich Ihr Freund werden will. Warten Sie. Sie sind gerade erst angekommen. Sie sollten vielleicht nicht gehen. Noch nicht. Aha, er hat also ein Problem damit, wenn Leute seine Freunde werden wollen. Alles klar. Jetzt wollen Sie also etwas von mir. Ich brauche jemanden, dem ich trauen kann. Sie sind nicht von hier. Schon mal ein Anfang. Was soll ich tun? Ich will, dass Sie was rausfinden für mich. Weiß zwar nicht, ob es überhaupt was rauszufinden gibt, aber... Jemand soll es versuchen. Eines Nachts, als ich Wachdienst hatte, kamen Sklavenjäger der Legion zu uns ins Haus und haben meine Frau mitgenommen. Sie wussten, wann sie kommen mussten und kannten den Weg genau. Und sie haben nur Carla mitgenommen. Das hat jemand eingefädelt. Ich weiß nicht, wer. Aha, darum ist er also so, ja, schlecht auf seinen Kumpel Manny zu sprechen. Er vermutet, dass Manny das eingefädelt hat, weil er und Carla, ja, waren ja Spinnefeinden miteinander. Und vielleicht denkt er jetzt, dass er so Carla beseitigt hat. Sie versuchen, ihre Frau zu finden? Meine Frau ist tot. Ich will den Hurensohn, der sie verkauft hat. Alles klar. Was soll ich machen, wenn ich diese Person finde? Bringen Sie die Person draußen vor das Nest, während ich Wache habe. Ich habe die Nachtschicht. Ich gebe Ihnen mein RNK-Barett. Setzen Sie es auf, als Zeichen, dass Sie neben der richtigen Person stehen. Um den Rest kümmere ich mich. Alles klar. Das muss ich alleine machen. Mal sehen, was ich tun kann, um Ihnen zu helfen. Gut. Sie werden es nicht bereuen. Ach, noch was. Wir sollten nicht mehr miteinander reden, bis die Sache gelaufen ist. Niemand in der Stadt weiß, was mit meiner Frau passiert ist. Ist auch besser so. Sonst ist die Legion als nächstes hinter mir her. Woher wissen Sie, dass Ihre Frau tot ist? Ich weiß es einfach, klar. Und alles Weitere geht Sie nichts an. Alles klar, auf Wiedersehen. Ja. Okay, Boons Frau ist also von der Legion entführt worden und wir sollen jetzt den Mittelsmann finden und haben dafür ein paar Questoptionen bekommen. Nämlich unter Aufgaben On for my baby jemanden vor Dinky den Dinosaurier schicken, dann das Barett aufsetzen, um Boon zu signalisieren, dass er der Übeltäter ist, optional im Dino Delight nach dem Schuldigen suchen. Ja, im Dino Delight nach dem Schuldigen. Okay, dann würde ich mal sagen, gehen wir einfach mal unserer Quest jetzt nach. So, ich würde sagen, Knarre wieder raus. Nachgeladen ist. Sind mir eh jetzt hier mehr auf. Ich habe kaum noch Munition auf dem Gewehr. Weil so viele Leute durchkommen, geht es der Stadt besser als je zuvor. Und die Frage ist jetzt: Ist ja jetzt praktisch jeder verdächtig, oder? Weil hier haben wir zum Beispiel die gute Genie. Hoffentlich entspricht alles Ihren Wünschen. Aber natürlich. Was können Sie mir über Boons Frau erzählen? Was ist mit Boon los? Ja, fangen wir mal mit der Frage an. Was ist mit Boon los? Eigentlich nichts, wenn ein Mann gerade seine Ehefrau verloren hat, schätze ich. Arme Seele. Ich weiß, dass er glaubt, sie sei entführt worden. Aber vielleicht ist sie ja doch aus eigenem Antrieb abgehauen. Irgendwie hat sie seit ihrer Ankunft scheinbar immer drüber nachgedacht. Was können Sie mir über Boons Frau erzählen? Wie soll ich sagen? Schätze mal, sie war so eine Art Kaktusblüte. Hübsch anzuschauen, aber einfach unnahbar. Sie hat das Leben hier nie gemocht.
Sie stand mehr auf die hellen Lichter und das schnelle Leben von New Vegas. Ich habe das Gefühl, dass sie Boone zum Wegziehen überreden wollte, aber einfach nicht länger warten konnte. Mhm. Ach, kommen Sie mit. Es gibt etwas, das Sie sehen sollten vor dem Dinosaurier. Aha. Okay. Hüten Sie sich vor Fremden. Okay, also ist seine Frau wahrscheinlich einfach nur abgehauen. Wir müssen jetzt hier irgendeine arme Seele finden, die wir jetzt hier opfern oder was. Okay. Aber jetzt irgendwie nicht so eine lustige Quest. Unter uns. Ich glaube nicht, dass sie in einer anerkannten Einrichtung studiert hat. Was wir? Was kann ich für Sie tun? Dr. Alder Strauss. Aha. Ach so, medizinisches Personal. Bis später. Alles klar. Die können wir also benutzen, wenn wir mal kurz Hilfe brauchen. Wir haben wir hier? Söldner. Sie hat mir noch gar nichts bezahlt. Sollte ich mir Sorgen machen? Wer ist denn jetzt schon wieder sie? Ja, also optional im Dinky nach dem Schuldigen suchen. Ich würde mal sagen, das ist auch der Weg, den wir gehen. Weil ich habe jetzt irgendwie auch keine Lust, jetzt hier einfach irgendeinen Unschuldigen jetzt hier da ans Messer zu liefern. Deswegen gehen wir jetzt mal lieber ins Dino-Dingsbums, ins Dino-Delight und werden dort einfach mal schauen, wo wir den Schuldigen finden. Ja. Die Frage ist nur, Hotelzimmer... Wohnzimmer. Dinobite. Haus in Novak. Nobarks Hütte. Motelzimmer. Dino Delight Empfangsschalter. Okay. So. Und dann müssen wir eben mal gucken. Aufgaben. Okay. Dann gehen wir jetzt hier. Also das Dino Delight ist dann wahrscheinlich hier dieses Motel. Und jetzt suchen wir hier einfach mal nach dem Schuldigen. Denn wenn da jemand für sterben muss, für den Tod von, ja, seiner Frau, die vielleicht gar nicht gestorben ist, dann sollte es auf jeden Fall auch der wahre Schuldige sein. Denn alles andere könnte ich jetzt mit meinem Gewissen nicht so vereinbaren. So, die Waffe stecke ich mal lieber weg. Ich habe auch das Gefühl, dass es Manny war. Wenn es wirklich so sein sollte. Okay, die nächste Person, mit der wir sprechen könnten, die wohnt hier hinten drin. Andys Bungalow. Und da ist Andy. Wir kennen uns noch nicht. Sie müssen neu in der Stadt sein. Ich bin Andy. Hi Andy. Was können Sie mir über Boons Frau erzählen? Was ist mit Boon los? Seine Frau wurde entführt. Er wird wohl nie wieder derselbe sein. Verdammte Schande. Ich habe den Rangern an der Station gesagt, dass sie die Augen offen halten sollen. Aber das Ödland ist viel zu groß. Was können Sie mir über Boons Frau erzählen? Carla war eine echte Bombe. Immer wenn Boone mit ihr unterwegs war, hatte er dieses glückliche Grinsen. Als ob er sein Glück nicht fassen konnte. Wir wollten es auch nicht fassen, dass sie seine Frau geworden ist. Aber das war nicht der einzige Grund, aus dem sie auffiel. Die Frau hat mit Worten nicht gegeizt. Wenn sie schon mal besser gegessen hatte oder untergebracht worden war, dann sagte sie das auch. Leider war das ziemlich oft der Fall. Aber sie meinte das wohl nicht so. Sie war eigentlich ein niedliches Mädchen. Sie wollte sich wohl nur selber daran erinnern, dass es in der Welt schönere Orte als Novak gibt. Und wer kann ihr das verdenken? Was machen Sie hier, Andy? Können wir auch nochmal fragen, oder... Ja, gut. Passen Sie auf sich auf. Okay, also Andy war es wahrscheinlich. Der klingt jetzt auch nicht unbedingt so wie jemand, der da die Frau auf dem Gewissen hat. So, gehen wir jetzt einfach mal in dieses Haus hinein. Gibt es da auch jemanden? Zumindest niemand, der jetzt gerade da wäre. Vielleicht ein bisschen plündern hier so? Nee. Ach du Schreck, sind das hier viele. Wen haben wir jetzt hier? Ach, hier ist mal Manny. Haben Sie Glück bei den Ghulen? Ich zähle auf Sie. Wer würde Boons Frau etwas antun wollen? Mann, jeder hier wollte das.
Das Mädel hatte nicht einen einzigen Freund im ganzen Kaff. Wollte sie auch nicht. Sie wollte den ganzen Tag bloß zu Hause hocken und mies drauf sein. Hat sich richtig angestrengt, gemein zu sein. Sie hat eine Menge Leute vergrault. Sie hätten sie auch nicht gemocht. Hatten die etwas mit dem Verschwinden von Boons Frau zu tun? Ehrlich, als ich das hörte, habe ich als erstes gedacht, da hat mir aber Vernon einen Gefallen getan. Einen großen. Dachte mir, Boonie taucht irgendwann auf. Ist er aber nicht. Und jetzt denke ich langsam, wenn er sie nicht findet, dann werden die Dinge nie wieder so sein, wie sie waren. Yep, bis bald. Meine, er ist natürlich der mit dem größten Motiv, weil ja, dass sie ja immer zwischen ihm und seinem Freund gestanden hat. Aber ob er sie deswegen umbringt, ich habe keine Ahnung. Ob mit dem Punkt jetzt hier... Willkommen zurück! Was kann ich für Sie tun? So, was können Sie mir... Ach, ihr wisst, was ich den jetzt fragen werde. Ich habe nur selten mit ihr gesprochen. Meistens hat Boon für sie eingekauft. Sie war einmal im Laden, aber nur kurz. Sie sah aus, als hätte sie gerade an saurer Milch gerochen. Aber im Laden war alles in Ordnung. Es roch so wie immer. Kommen Sie bald wieder vorbei. Okay. Also, er muss es auch nicht unbedingt gewesen sein.